Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeitsräume. Für dieses Video solltest du bereits wissen, was ein Ergebnisraum ist und wie man ihn bestimmt, was Elementarereignisse bzw. Ereignisse sind und wie man diese bestimmt und wie die Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorov funktioniert. Unser Ziel für dieses Video wird sein, Ergebnisse von Ereignissen. Das ist jetzt ziemlich lang. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeitsräume. Für dieses Video solltest du bereits wissen, was der Ergebnisraum ist und wie man ihn bestimmt, was Ereignisse bzw. Elementarereignisse sind und wie man diese bestimmt und wie die Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorov funktioniert. Unser Ziel für dieses Video wird nämlich sein, Achtung, das ist jetzt relativ lang, Ergebnisse für ein bestimmtes Ereignis bei einem zweistufigen Zufallsexperiment zu bestimmen und dann die zugehörige Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Wir sind ja hier in der letzten Box der Arbeitsblattreihe und wir haben das Abschlussbeispiel. Im letzten Video haben wir die Teilaufgabe 1 gelöst und jetzt machen wir weiter mit Teilaufgabe 2. Wir haben den roten und den weißen Würfel von Gernot und hier haben wir den Ergebnisraum mit allen möglichen Augenzahlpaaren, den wir im letzten Video schon bestimmt haben, nochmal aufgeschrieben. Und jetzt kommen wir zur Teilaufgabe 2. Wir sollen jetzt hier alle Ergebnisse auflisten, bei denen die rote Augenzahl die weiße Augenzahl teilt und dann die Wahrscheinlichkeit davon berechnen. Ich bitte dich wie immer, das Video kurz zu pausieren und zunächst einmal zu versuchen, das Beispiel selbstständig zu lösen. Die Auflösung gibt es dann danach. Gut, wir schauen uns jetzt einfach der Reihe nach die roten Augenzahlen an und suchen immer alle Paare heraus, bei denen die rote Augenzahl ein Teiler der weißen Augenzahl ist. Für den Einser sind das alle 6 Paare, weil der Einser ja jede Zahl teilt. Beim Zweier sind das nur noch 3 Paare, weil der Zweier ja sich selbst und noch 4 und 6 teilt. Beim Dreier haben wir noch 2 zusätzliche Paare, nämlich 3 teilt sich selbst und 3 teilt den Sechser. Und ab hier sind die Zahlen schon so groß, dass nur noch 3 Paare dazukommen, nämlich die Paschpaare 2 Vierer, 2 Fünfer und 2 Sechser, weil sich hier die Teilerzahl nur noch selbst teilen kann. Das heißt, das sind jetzt alle Paare, die können wir abzählen, das sind insgesamt 14 Stück. Und ich habe die jetzt hier in die Ereignismenge, die ich T genannt habe, für Teiler, hineingeschrieben. Jetzt berechnen wir noch die Wahrscheinlichkeit dafür. Wir haben also das Ereignis, dass wir rot teilt weiß haben möchten. Und das ist einfach die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis T, also für die Ereignismenge T. Und die bekommen wir ja, indem wir die Anzahl der günstigen Ergebnisse, also die Anzahl der Elemente aus unserer Ereignismenge, durch die Anzahl der möglichen Ergebnisse, also die Anzahl der Elemente in der Ergebnisraummenge, dividieren. Wir haben jetzt hier 14 günstige Fälle geteilt durch 36 mögliche. Das wäre jetzt in Bruchdarstellung schon das Ergebnis 14 36stel. In Dezimalzahlform wäre das dann 0,38 periodisch und als Prozentsatz ungefähr 38,9%. Und damit sind wir auch schon fertig. Da habe ich nochmal die Musterlösung eingeblendet und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.